Guten Tag, hier spricht euer Peter Kim. Alter, wir haben jetzt die drei Nachwuchsspieler gekauft, Leute, weil ich will den FC Bayern langsam sozusagen verjüngen ein bisschen. Und das ist mir wichtig, die Spieler zu verjüngen, Leute. Sozusagen, die Spieler will ich verjüngen, die Mannschaft. Alain Lewandowski, der wird. Ich lasse mal die. Ich will mal gucken, wie viel die für Lewandowski zahlen wollen. Das bin ich mal gespannt. Weil das wäre jetzt mal nicht schlecht. So ein Nachwuchs, aber. Achtundzwanzig. Für 35 könnt ihr ihn kriegen. Aber nur für 35. Ja, für 35 Millionen können wir ihn holen. Könnt ihr ihn holen? Für 35. So, ich will aber jetzt mal in England einen Aufbau. So ein Alter, Müller, den will ich ein. Und keiner darf Müller. Ich lasse den Müller nie verkaufen. Das ist mein Ziel. Alan, machen wir mal eins. Gehen wir auf 50. Wenn er die 50 nicht will, dann kann er gehen. Dann braucht er nicht mitzukommen, finde ich, Leute. Ja, das ist aber auch nicht schlecht, so ein bisschen, dass wir hier ein bisschen fürs Nachwuchsarbeit machen. Da können wir schon aufbauen, ruhig spielen. Okay, wir haben Welbeck für 35 Millionen. Ah, gucken, und. Okay, aber jetzt gucken wir mal noch ein bisschen. Warte mal, haben wir noch Training? Tun wir noch mal durchspielen und gucken wir, vielleicht kriegen wir noch. Ja, dann tun wir jetzt, der kann jetzt mal, tun wir mal wegbringen, weil da kann er mal sich auf sozusagen neu aufbauen und so und alles mögliche. Es wäre halt so gut für manche Spiele. Und jetzt gucken wir mal kurz, wie so das Team zurzeit ist. Achso, anders machen wir später, Leute. Ich denke, was für Transfer es zurzeit gab. Ja, Alter, das waren Alter 33 Millionen, Alter. So, Alter, meine Sulu gekauft, Alter, das ist saugut, Leute. Aber jetzt schauen wir einfach mal weiter, was noch so abgeht. Spielertechnik habe ich zurzeit noch keinen neuen. Nehme ich keinen sozusagen, will ich zurzeit keinen nehmen. Alter, was ist mit dem los, Alter? Wenn er das jetzt den Preis jetzt nicht will, dann breche ich es echt ab, Leute. Noch einmal versuche ich es mit dem Klostermann. Und danach kann er wirklich
Ade Sache. Nun kann man keine Ade Sache, finde ich, Leute. Finde ich. So, was will denn da noch haben? Das frage ich mich. Ey, dann will ich mal noch eine Anfrage für rechte Verteidiger nehmen. Falls gucke ich einmal mal, vielleicht gibt es ja noch einen guten Spieler oder so. Irgendwie. 55 Millionen, das ist ein bisschen zu teuer, finde ich, Leute. Aber mal schauen wir weiter, was noch so passiert. Sanchez, Alter, was will, wer will ich denn, will ich behalte Sanchez? Beim Sanchez will, den Sanchez will ich behalte, Leute. Sanchez will ich behalte. Ja, so, jetzt gehen wir noch bei Ihnen. So, noch ein bisschen noch trainieren, trainieren. Das sind immer wichtig. Bei den Außenverteidiger habe ich auch ein Problem noch. Ja, Außenverteidiger, da muss ich auch noch ein paar vielleicht noch hoch. Ja, das ist halt das große Problem beim Außenverteidiger. Das ist halt das große Problem, wenn wir, was wir beim Außenverteidiger haben. Vielleicht tun wir noch ein paar Außenverteidiger. So, noch ein paar Außenverteidiger. Ja, machen wir aber mal Alter 16, ja. Ja, 16, 16 bis 25, höchstens 25 machen wir. Aber Land machen wir die in Do von Deutschland, würde ich sagen. Ja. Weil ich fehlt mir ja noch ein guter Linksaußen oder so. Warte mal, ich habe noch aber noch mal ein paar, warte mal, paar Spielercard, wo noch li für Linksaußen. Muss ich mal kurz noch mal die Liste mir mal angucken. Ich hole mal noch einen Spieler, noch zwei. Ich habe noch zwei Spieler, wo ich noch hole könnte. Wo ich mal gucken kann, ob sie, ob man die nehmen kann. So, ihn will ich mal, ah, denn tue ich. Denn nach Anfrage mache ich noch eine Anfrage, da ich noch zwei Außenverteidiger kriege. Und noch, dass man die Außenverteidiger noch ein bisschen, noch ein paar haben. Und ihn will ich mal noch.
und eine Anfrage machen. So. Lass mal noch da ein paar noch ein paar Spieler holen fürs Außenverteidiger. Und ich würde noch entscheiden, mal gucken noch, ob man noch ein paar Spieler ausleihen könnte. So, da haben wir noch. Denn tue ich vielleicht auch noch mal auf die Leihvertrag setzen, dass man da mal ein paar Spieler. So, zwar noch ein paar Spieler auf die Leihliste bringen. So, dann werden wir wieder ein bisschen weiterspielen. Mal gucken, was jetzt passiert. So, da will ich jetzt noch zwei, ich will noch nur zwei Außenverteidiger mehr noch holen, die ich sage, Leute. Und dann schauen wir einfach mal, was noch passiert. Wo haben wir neue? Okay, naja, der wäre gut. Ah, nein, ein Franzose. Ein Spielmacher hat halt Potenzial, gute Pa. Der hat halt ein gutes Potenzial, den testen wir noch, Leute. Oh, Sanchez hat. Okay, Sanchez. Okay, aber wir haben ja noch einen Vorteil. Das Spiel ist ja. Oh, hä? Vier Dinger immer noch? Okay. Ah, das war das. Ah, das haben wir schon mal. Das haben wir ein Verteidiger Hammer schon mal. Ja, dort dann lassen wir 8 gehen. Denn der geht zu den Schweizerländern. So, den hole ich mir jetzt auch noch, würde ich mal sagen, Leute, dann. So, jetzt machen wir doch mal ein paar Dinger mal weg. Mal. Dass wir mal da wieder ein bisschen Platz haben hier. Gut, der ist jetzt für ein Jahr mal weg. Das ist nur gut. So, jetzt schauen wir mal und gehen mal wieder weiter. Mal gucken, was jetzt noch so passiert. So, der nächste Spieler, den wir ausleihen. So, jetzt schauen wir mal weiter, was mir so noch passiert. Da kriegt ein bisschen mehr noch, Leute, finde ich. Dann nehme ich noch, dann tue ich noch ein bisschen mehr machen, würde ich fast sagen, Leute. So, jetzt tun wir noch weiter noch mal vorspulen. So, dann haben wir jetzt 8. Hoffen wir mal. Also das ist nicht schlecht, wenn wir so ein paar gute Spieler noch kriegen.
Lass mal doch mal ein bisschen nach oben uns pushen. Aber ich denke, Sache, Leute, wir werden jetzt sozusagen die Spielerwechsel und so haben wir. Vielleicht, wenn noch irgendeiner noch jemand kaufen will. Ja, wenn man noch einer kaufen will, okay, vielleicht verkaufen, wenn einer noch verkauft werden will, dann ja, aber sozusagen Ding, dass man jetzt noch einen Spieler kaufen von uns aus, machen wir nicht mehr, würde ich sagen. Ne? Das habe ich mir vorgenommen. Noch einen Spieler werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr holen. Leute, ich verkaufe. Auch wenn wir jetzt Dinge kaufen. Ich tue einfach. Jetzt haben wir einen Stürmer, aber ich würde echt verkaufen, Leute. Weil man im Sturm viel und so ein bisschen, aber wir wollen halt ein bisschen System reinbringen, finde. Und Welbeck an sich war er nicht schlecht, Leute. Aber das Problem ist, er ist halt nicht der optimale Post für den. Hä, warum? Hä, das ist aber auch komisch. Warum sie denn zurückgezogen haben? Was war denn das? Ich glaube, ihn tue ich jetzt echt komisch, wie die das mit den Spielern finde. So, jetzt haben wir aber mal ein bisschen Spieler, haben wir jetzt ein bisschen, dass wir da mal die Leute mal ein bisschen. Jetzt haben wir so unser System, unsere Mannschaft, die passt jetzt eigentlich. Ja. Aber ich komisch, dass der Welbeck sozusagen da wirklich so Probleme macht mit dem Preis, oder Leute? Das ist echt komisch mit dem Preis, oder? Ist schon ein bisschen seltsam, finde. Alter, Leute, tun, Alter, den will ich hier gar nicht verkaufen. Ihr könnt ihn haben, meine Herren, Alter. Es kommt bestimmt irgendwie. Oh, er wird nicht. Es reicht nicht oder so. So, dann verkaufe ich. Ach, ich will da so ein paar. Alter, was ist denn da los, wenn er jetzt. Oh. Was ist mit Welbeck los, Alter? Das verstehe ich jetzt gerade echt nicht. Das muss man jetzt nicht verstehen, was mit Welbeck passiert, Alter, oder Leute? Das verstehe, wer will. Das muss man jetzt nicht verstehen. Aber naja, es kommt halt so und kommt halt so. Wir motivieren das Team wieder und machen.
Alter, alter Mann. Hier Wort vor, wenn das jetzt nicht reicht. Ach, wenn es jetzt ein bisschen beknackt ist, dass ich runtergehe. Aber irgendwie will ich den Spieler ehrlich auch ein bisschen. Das ist auch ein bisschen nervig, oder? Ist halt das Problem. Okay, weil Welbeck an sich war ja auch nicht so im Team drin. Aber wir haben es halt gut hingekriegt, das muss man echt sagen, oder Leute? Ja, mal gucken, ob noch was passiert. Wow. Ah, jetzt wollte ich ja eh die Ding noch mal machen, die. Wille, so eh so jetzt so, das passt, Müller. Je gut, dann machen wir jetzt ihn. Sanchez machen wir ja raus, habe ich ja. So, Welbeck wird wecken. Der. Für ihn. So, dann machen wir rasch mal. Den tun wir mal weg. Für Robben. Okay, so. Dann machen wir Robben, Thielemann, Ribéry, Ulrich. Ulrich machen wir aber. Thormann mache ich, dass ich noch einen Platz frei habe. So, machen wir mal einfach. Im Ding, so passt es. Müller tun wir dann durch, so. Oder haben wir noch einen guten Linksaußen? Ne, aber so kann man es so lassen. Dass man so, das passt so. Und dann do machen wir es so, dass man noch. Je, noch zentrale Offensive, rechte. Okay, linke wäre nicht schlecht noch. Auf der linken Seite wäre nicht schlecht. Aber. Da wird man noch sehen, wie die Spieler so abfunktionieren. Aber es sieht dann, wird man in den nächsten Spielen sehen, wie das Team läuft, wie das aufbaut und alles. Schau mal einfach, wird sich entscheiden. Aber mit Welbeck ist echt nervig. Dann mache ich vielleicht ernst, du man auch noch auf ein Live, in, zum Live, auf ein Live-Ding mache vielleicht. So Leute, aber ich denke, das nächste Spiel gegen unser erstes Spiel in der Saison gegen FC Augsburg spielen wir erst beim nächsten Mal. Somit sagt wieder euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG, bis dann.